Und damit willkommen zu einer neuen Folge von Sons of the Forest. Ja, wir sind am Start, wir sind bereit. Wir gehen nun zum nächsten Ausrufezeichen. Und es sieht schon fast so aus, wenn das das letzte wäre. Oh, hier ist dichter bewachsen. Das ist so geil. Ich habe immer noch nicht herausgefunden, was mit den Punkten, was es mit den Punkten auf sich hat. Keine Ahnung, I don't know. Lasse ich die erstmal. Was war das für ein Piepton? Ist das ein... Ne, das sind Steine. Das waren nur Steine. Glaube ich, Missionen und so haben wir auch nicht, oder? Nee. Aber zur Sicherheit habe ich auf jeden Fall noch Futter am Start. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Bin auch wieder etwas stärker unterwegs. Das ist schon weiter weg. So, was heißt denn das Weiße da unten? Vielleicht gehe ich erstmal dahin, bevor ich zum Ausruf. Das ist näher jetzt einfach. Das heißt, wir gehen erstmal da gucken, ob das heißt Höhle. I don't know. Wir finden es heraus. Auf geht's. Ich bin gespannt. Aber das wird großartig, wenn sich Spiele so entwickeln, ne? Das sieht echt gut aus. Das sieht richtig gut aus. Auch mit dem 3D-Drucker finde ich mega gut gemacht. Richtig stark. Da bin ich absolut begeistert. Ich glaube, ich kann einfach jetzt dem Weg hier folgen. Also hier muss es irgendwas geben, Civilization oder sowas, weil die hier überall so richtige Wege haben. Boah, ich bin richtig gespannt, ne? Also wir haben da schon Einheimische oder was auch immer die sind, haben wir schon gesehen, gefunden. So verbrannte irgendwie. Keine Ahnung, was es mit, was, ja, was es damit auf sich hat. Wer die sind, was die machen, warum die da sind. Na, snack dich mal ein bisschen voll hier. Wir müssen gleich unbedingt einen Lagerplatz aufschlagen. Oder wir finden da etwas. Einfach zu neugierig zum Gucken. Also, ne, ich muss alles jetzt erstmal mir angucken. Oh, guck dir den Strand an. Wenn man an The Forest denkt, den kleinen Strand, und wenn man sich das jetzt anschaut, heftig. Das Spiel war so groß wie der Strand. Unglaublich. Geil, 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 geil. Ich bin so gespannt, was da jetzt auf mich wartet. Ob das eine Höhle ist. Hm. Ist keine Höhle. Das ist das gleiche Symbol, was wir auch am Helikopter gehabt haben. Dann kann es, glaube ich, keine Höhle sein. Mal ein bisschen Ausschau halten. Oder waren wir hier? Nee, wir waren hier nicht. Nee, wir waren da, wo es dieses Rettungsfloß da gab. Das Rettungsbötchen. Irgendwie verliere ich auch ständig den Kelvin, aber der Kelvin, der ortet mich per GPS. Ist kein Problem für den. Der ist da richtig stark drin. Vielleicht kann ich ihm ja auch den Bogen geben. Der weiß, wie er mit den Pfeilen funktioniert. So, was haben wir? Gar nichts. Nee. Ein Wasser? Noch weiter? Ein Eimer? Ein Schädel? Den nehme ich mit, weil man weiß nie, wann man einen Schädel braucht. Und Fisch? Oh, nice. Das ist eine versiegelte Höhle. Die wussten, dass wir kommen. Rein da, Kelvin. Ah, der kommt ja nicht mit. In Höhlen kommt er irgendwie nicht mit.
Ich glaube, diesmal wird es eine richtige Höhle sein und nicht so wie... Ja. Mach mal Licht, bitte. Boah, ich kann das an- und ausschalten. Ist das eine Sauerstoffflasche? Nimm. Hallo? Lufttank, ja. Tatsache. Ja gut, das sind wieder die Fackeln. Die fand ich damals schon nicht so stark. Ein Laptop. Geil. Aber ich muss jetzt, glaube ich, erstmal einmal schauen, ob wir einmal den Modus wechseln. Wir haben nicht genügend dafür, glaube ich, für ein einfaches Shelter, ne? 7 Steine. Ne, haben wir nicht. Muss ich draußen bauen. Huch. Aber warte mal, es gibt noch eine andere Möglichkeit doch, glaube ich, ne? Wie war das denn nochmal? Also, das plus ein Stick. Okay, warte mal. Ich teste. Und zwar ausrüsten. Und dann hier so hin. Okay, wir speichern einmal. Oh, das ist cool. Y. Und einmal schlafen. Nice. Das gefällt mir richtig gut. Kann ich das denn auch wieder mitnehmen, ist die Frage. Und wenn ja, wie? Geht das nicht? Nee, ist raus. Kann ich das abbauen, indem ich... Ah ja. Oh, Gott sei Dank. Das ist nice. Oh, das gefällt mir. Schade, dass ich das Ding nicht mitnehmen kann. Ach, hier, guck mal, hier liegt er doch. Zeitungsartikel. Puffkorb. Ach, das war sogar von der... Wir sind sogar nicht Militär, sondern von der Firma. For Remote Island. Okay, sauber. Und jetzt? Achso, den behält er sich natürlich wieder. Glaube ich. Location of Island is still unknown. Anwälte are under strict in the aggregating. Okay, die dürfen darüber nicht reden, die Anwälte. Munition. Und hier, das kriege ich nicht mit. Ist das nicht so zu essen? Es geht sogar noch weiter in die Höhle rein. Oh, das ist immer blöd mit diesem Wechsel, ne? So, mach an. Schädel nehme ich mir auch nochmal mit. Hier liegt auch noch einer sogar. Aber von denen kriegen wir keine Sender. Wahrscheinlich, weil es nicht unser Team ist. Auch ein Team, aber nicht unser Team. Wir gehen erstmal weiter rein. Oh. Oh, 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 oh. Oh. Schmetterlinge, Fledermäuse. Batsch. Kriegst einen drauf. Die Fledermaus, du. Ja. Ey, auch die Höhlengestaltung gefällt mir sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Bisschen Schiss. Ein ganz kleines bisschen Nebel. Haben wir da. Da leuchtet wieder was. Nicht, dass ich jetzt direkt in der Höhle des Löwens bin. Ach, guck mal, wie süß. Warum ist das hier? Wir hatten ein Paddel, aber mit dem Paddel kann ich leider nichts machen. So, dann haben wir hier noch irgendwas. Hier sind auch nochmal welche. Die wurden alle eliminiert wohl. Warum und von wem? Die ganzen Einheimischen hier bestimmt. Da ist einer. Hallo?
Da auch. Wow, der greift an. Was? So schnell bin ich dead? Was? Wo bin ich denn hier gelandet? Oh, ich hab noch mein Feuerzeug. Was ist das? Ach, das ist meine komplette Ausrüstung. Okay, gut. 16 Stöcke. Okay, okay, geil. Wo war ich drin? Wo war ich drin? Hä? Ich weiß nicht, wo ich bin, aber da sieht's aus nach draußen irgendwie. Holy shit, die haben mich komplett zerstört. Und das auch noch so schnell. Ich wollte gar keinen Krieg mit denen. Schnell wieder nach draußen. Aber ganz schnell Nummer. Erst wenn ich stärker bin, wieder rein. Holy shit, ey. Die haben mich richtig fertig gemacht. Oh, schön. Hell. Da war irgendwie so ein komisches Nasenvieh. Guck mal, da stehen sie auch. Oder ist es Calvin wieder? I don't know. Wir gucken mal, was denn da steht. Und da muss ich nochmal was essen. Bin gespannt. Eine sieht aus, als würde der hängen, ne? Oh, die bleiben wesentlich länger auch in der Luft, geil. Du bist müde Bauer in Unterschlupf mit einer Plane. Machen wir gleich, aber ich wollte einmal hier ganz kurz gucken, was die Phase ist. Die sind aufgehangen worden. Die haben eine Schädelmaske. Ist das dafür gedacht, die Maske? Okay, da kann ich nichts mitmachen. Nee, ist auch Militär. Das sind wir auch. Der hat das nicht, aber der hat so eine Maske auf. Okay, Calvin, pass auf, folgende Nummer. Guck mal, der Vogel da. Der will auf seinen Kopf landen. Calvin, folgendes, pass auf. Ich nehme den Stock jetzt mit. Ja? Breite ich das gute Ding hier mal aus. Und nehme den Stock hier. Und dann haue ich den Stock einfach mal hier hin. Machen also ein kleines Lagerfeuer. Das reicht super erstmal, um Fleisch zu machen. Gehst du vom Feuer weg? Super. Klasse. Bleib einfach drauf stehen. Guck mal hier, kriegst du auch was. Drei Dinge habe ich. Nice, wa? So. Einmal ausbreiten. Ich nehme die Plane hier. Schmeiß die Plane mal hier hin. Ja, das ist ein bisschen laggy. Jetzt haben wir schon mal einen Stock. Also, ich steck den hier rein. Sauber. Ich könnte sogar noch hier einen reinstecken. Ja. Der ist komplett fertig, der Calvin. Nice, wir haben einen Unterschlupf. Oh, schön, das gefällt mir so gut, ne? Stark. Mmh, Calvin, das schmeckt gut. Das nehme ich mir mit für später. So, einmal was trinken. Ich muss unbedingt auffüllen. Ah, es geht noch. Es geht sogar noch. Und ich blute. Wieso trinkt er nicht komplett? Das geht nicht mehr, doch. So, und jetzt muss ich mich einmal hinlegen, Calvin. Gute Nacht. Leg dich dazu, dann frieren wir nicht. Calvin, scheiße. Es ist spät. Es ist mitten in der Nacht. Das mache ich nicht so gerne, ne? Aber was willst du machen?
Mal schön. So. Opfer ich dafür immer nur ein Stick? Das ist voll in Ordnung. Hey, warum hast du eine... Was? Warum? Ich nicht? Cooler Typ. Hör auf, sollen wir ein bisschen quatschen? Ach, ich kann dem das sogar auch sagen. Was passiert denn, wenn ich ihm sage, bau Unterschlupf? Mach mal. Jetzt bin ich gespannt. Gucken wir uns das mal an. Das ist so gut. Das ist einfach so gut. Zack, steckt er den rein. Ist das geil. Kevin. Sauber. Was ist, wenn ich dir jetzt sage... wenn ich dir jetzt sage, hier, bau ein Feuer. Jeder braucht einen Kelvin, ich sag's dir. Ich sag dir, wie es ist, ne? Jeder braucht einen Kelvin. Hey, hier sind Fische. Läuft ein bisschen aggressiv, Kevin. Gefällt mir nicht. Zum Unterschlupf, ja. Super. Vor dem Unterschlupf. Geil. Sogar besser als mein Feuer. Kevin. Kevin, super gemacht. Hey. Das ist ein astreines Feuer, ist das wirklich. Astreines Feuer, Kevin. Klasse gemacht. Sauber. So, pass auf. Nee, warte, bevor du gehst. Bevor du irgendwo... Nee. Keine Ahnung, was du jetzt vorhast, aber... Hole... Ich verstehe das, ja, das verstehe ich nicht. So, am Anfang, wo ich das gemacht hatte, hatte ich die Option, hol Fische. Die habe ich nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, weil hier jetzt keine sind. Nee, Kevin, ich will gar nichts von dir. Mach Pause. Du hast viel gemacht jetzt, mit Feuer und so. Ja, ne? Ist eine gute Idee, oder? Kevin? Okay, irgendwas stimmt mit Kevin nicht. Also, irgendwas stimmt ganz und gar nicht mit Kevin. Kevin, es stimmt auch irgendwas hinter dir nicht. Kevin, wir haben ein Problem. Moin. Servus. Grüß dich. Du lässt mich in Ruhe, ich lass dich in Ruhe. Okay, hast du mich verstanden? Hey, ich mach dir nichts, du machst mir nichts. Ganz einfach Geschichte. Cool? Die verarschen mich doch, oder? Nein, du machst mir nichts, ich mal Kevin. Was ist mit dir? Kannst du nicht kämpfen? Was ist denn, wenn ich ihm sage... Komm, wir machen das Apokalyptische. So, 5 Meter. Wir machen das Apokalyptische jetzt. Beseitige 5 Meter. Nein, macht er nicht. Der weigert er sich. Was? Was war das? Das ist ein Hinweis für mich, oder was? Wohin gehst du? Kevin, du solltest jetzt nicht allein unterwegs sein. Das sind böse Männer. Kevin? Ich habe Kevin sauber gemacht. Kevin, sei nicht... Hey, sei nicht traurig. Sei nicht traurig. Alles in Ordnung. Ja? Wir machen auch nächstes Mal dein Ohr sauber ein bisschen. Ja? Gut, sauber. Weiß nicht, was er macht jetzt, aber... Weißt du was? Vielleicht baue ich dir mal einen Speer. Ein Speer. Ein schönes Speer. Pass mal auf. Vielleicht funktioniert das ja. So,
Nee, ich mache ihm eine Keule. Ich mache ihm eine richtig schöne Keule. Pass mal auf. Der kriegt hier so eine... Das passt auch zu dem. Kombinieren. Wo habe ich denn die Schädel? Wo habe ich die Schädel? Wo würde ich meine Schädel aufbewahren? Kelvin. Hier natürlich meine Schädel. Und was brauche ich noch? Und ich brauche noch ein Seil. Und dann basteln wir... Oh, und dann habe ich kein Seil. Egal. Nee, nicht ausrüsten. Lass den mal. Such mal den Kelvin. Kelvin leuchtet da hinten in der Ecke. So, und jetzt... Kelvin, pass auf. Ich gebe dir was ganz Tolles. Ich habe was Tolles für dich gebastelt. Nimm Gegenstand. Was? Kann ich ihm keine Keule geben? Oh nein, warum kann ich ihm keine Keule geben? Ja, Kelvin, Pech gehabt. Da kann ich jetzt aber auch nichts zu. Du bist durstig und hungrig. Hat lange gedauert mit dem Bauen oder was? So, dann nochmal was trinken und dann würde ich sagen, lege ich mich auch hin, ne? Sauber. So, auf entspannt jetzt mal eine Runde schlafen. Also, gute Nacht.